Gerade ist die Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg EG unter dem Leitgedanken Hilfe zur Selbsthilfe wieder auf der Suche nach Förderprojekten. Insgesamt 19.500 Euro stehen für Engagement im Bereich der Bildung, Kultur und Wissenschaft für die Kinder und Jugend im Sozialen und für die Umwelt zur Verfügung. Im Großen und Ganzen kann sich jeder Verein, der gemeinnützig tätig ist, jede Organisation, die für Kinder und Jugend Arbeit offen ist und auch Privatpersonen können Leute vorschlagen, die gesellschaftlich hervorragend tätig waren. Im ersten Halbjahr 2021 wurden durch die Stiftung bereits 48.500 Euro an engagierte Organisationen, Vereine und Personen verteilt. Aufgrund unserer Größe, die Bank ist ja mittlerweile über drei Landkreise verteilt, Nordwestmecklenburg, Landkreis Rostock, Landkreis Ludwigslust und Parchim und unsere Landeshauptstadt, haben wir versucht, die Preise auch entsprechend zu verteilen, keine Konzentration zuzulassen. So haben wir 7x3.000 Euro ausgelobt für die drei Landkreise und die Stadt Schwerin. Dazu haben wir im ersten Halbjahr 10 Start-up-Gemeinschaften gefördert mit 1.000 Euro. Daneben schreibt die Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg EG gerade auch den Erhard-Breunig-Preis aus, der bereits zum 6. Mal verliehen wird. Der Erhard-Breunig-Preis ist sozusagen unser Oscar für Menschen, die ihr Leben lang gesellschaftlich engagiert in der Region oder im Verein oder in der Gemeinde, wo auch immer tätig waren, sich eingebracht haben mit Initiativen und alles ehrenamtlich. Der Erhard-Breunig-Preis wird vorgeschlagen, das heißt, man kann sich nicht selbst nominieren. Wir hoffen, dass wir viel Zulauf bekommen bis zum 4. Oktober. Im vergangenen Jahr wurde dieser Preis an die Sterbebegleiterin Friederike Hellinger verliehen, die in verschiedenen Hospizvereinen tätig ist. Das Fristende für die Nominierungen sowie Bewerbungen ist der 4.10.2021. Alle Anträge und Ausschreibungen stehen unter www.vrbankmecklenburg/bürgerstiftung.de zum Download bereit.